Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu einer Serie, die verschwunden ist. Es klingt komisch, aber ist wirklich so. Also ich habe die Serie mal gesehen. Ich muss ehrlich gesagt, habe ich davon die erste Folge von gesehen. Und ich war mega enttäuscht gewesen von dieser Serie. Es kam mir vor, irgendwie so eine billig Nachmache von Herr der Ringe irgendwie. Mein Gott, war das schlecht gewesen. Das war die Serie Willow. Ich habe damals den Film gesehen. Damals war ja der Boom gewesen. Wisst ihr, damals noch 80er Jahre. Damals das Star Wars Feeling bei George Lucas. Mit den ganzen Star Wars Filmen. Und dann hat er nichts mehr gemacht nach Rückkehr der Jedi Ritter. Die beiden E-Books Filme fürs TV gemacht. Aber dann kam 88 der Film raus. George Lucas. Willow habe ich den Film gesehen. Mit dem kleinen Warwick da. Wicked Warwick. Dieser kleinwüchsiger Schauspieler. Hauptrolle von Willow. Geht darum, ein Zauberer. So ein Kind geboren ist mit einer Hexe. Und so ein bisschen Märchen. So ein bisschen das Märchen. Irgendwie so ein bisschen so. War kein Science Fiction. Das war so ein Märchen gewesen. Würde ich mal sagen. Und mit Happy End, mit Val Kilmer, alias Batman Forever, kann man sagen. Der Film war nicht schlecht, ich muss sagen, so 3 bis 4 ein Maler Abenteuer, Fantasy, Mystery-Film mit Hexen, Zauberern, einen kleinen Zauberer, Willow will Zauberer werden, schafft er aber nicht bei der Aufnahme, da uns so einen Film lang nicht gesehen. Der wird gezeigt, gestreamt bei Disney Plus. Und ich weiß, dass ich eine Szene vergessen behalten damals von den Szene, da haben dieser Hase, wo da im Käfig gesessen hat, und da hat irgendwie, hat in Willow diesen den Bösewichter McTens oder irgendwie so einen komischen Namen lang nicht gesehen, bedroht, damit er mit so einer Haselnuss die Zaubernüsse bedroht, da meinte der irgendwie, oh, ein Zwerg bedroht mich in der Haselnuss, Hilfe und so. Der war lustig, der Film, halt kein Top-Film, kein Star Wars-Niveau, halt ein netter Film damals rausgekommen. Und die Serie dann, haben Disney die Serie dann produziert, ich glaube, das waren 8 oder 10 Folgen. Ich kann nicht nachschauen, wenn die Serie mittlerweile rausgenommen worden ist, wieder bei Disney. Ich finde das schon sehr interessant, dass das irgendwie eine Serie von Walt Disney produziert wird und dass die Serie dann irgendwie Eigenproduktion, wie gesagt, exklusiv Disney, und die Serie dann irgendwie von Disney verbannt wird aus den Server, von denen das da ganz weg ist, die Serie irgendwie. Also das ist irgendwie schon ein bisschen traurig, wenn man überlegt, eine Serie produziert, exklusiv, Rechte, Kosten, alles so weit, und dann wird die Serie nicht nur eingestellt, nein, die wird direkt irgendwo verbannt vom Disney-Server. Das fand ich so krass. Also die Serie, wie gesagt, da habe ich jetzt einmal die erste Folge von gesehen. Erster Eindruck war gewesen, OMG, der Wok-Mist geht bei Disney durchgehend weiter. Das war wieder so, ich glaube, eine Frau in der Hauptrolle gewesen, noch eine Frau, Kriegerin, und dann so ein langweilige Story. Ich glaube, das Ende der ersten Folge kam Willow wieder vor, als kleiner Zauber, ist älter geworden und so. Also das kam mir echt vor, irgendwie so ein Hobbit-Film irgendwie, mit den Hobbits auf LSD-Trip irgendwie mal regisseurmäßig. Der Film war grauenhaft, also die Serie, grauenhaft schlecht gewesen. Also ich kann es verstehen, dass Disney diese Serie verbannt hat. Das wundert mich echt ein bisschen. Also jetzt, wenn du jetzt in letzter Zeit über, was geht da ab bei Disney? Also die machen ja jetzt einen Flop nach den anderen, würde ich mal sagen. Also ich habe mal gehört, irgendwie bei Disney habe ich jetzt mal gehört, dass da irgendwie eine Frau die Chefin ist. OMG, was soll das irgendwie? Also eine Frau als Chefin geht gar nicht, finde ich. Also bei Disney-Filmen, wenn jetzt so, eigentlich habe ich gedacht, eine Frau bei Disney passt perfekt. Also so gesehen, die ganzen Cartoon-Filme, ich sag die Klassiker irgendwie, Ariel, die Meerjungfrau, der richtige Ariel. Das war auch so ein Job gewesen, finde ich. Wie kann man bei Ariel irgendwie die Darstellerin ändern? Das Märchen ist halt irgendwie, Ariel ist eine hellhäutige Meerjungfrau und keine dunkelhäutige. Warum ist sie dunkelhäutig geworden? Das passt nicht. Ich meine, die können auch irgendwie, es gibt genug Charakter, die dunkelhäutig sind, zum Beispiel, die irgendwie Küsst den Frosch, hätte nehmen können. Passt perfekt. Aber nein, müssen da das ändern. Ich habe also Disney-Filme mittlerweile, die floppen ja ohne Ende. Ich habe mal den Film geschaut, im Schnellvorgang. Ich habe mir mal gedacht, Mulan. Ich mag Mulan, Disney-Film, das ist cool. Mushu, der Drache da, die Story finde ich lustig, die Ausbildung von Mulan und Militär und so. Der Cartoon-Film, wie gesagt, war gut gewesen. Ich war neugierig gewesen, habe dann einfach mal bei Disney im Schnelldurchgang Mulan geguckt, weil ich gucken wollte, wie jetzt Mushu umgesetzt, weil Rote Drache, also Stimme Otto Walkes, umgesetzt worden ist, der kommt ja gar nicht vor. Das Witzige an Mulan fand ich an dem Film, den ich gesehen habe, irgendwie das Lustige an dem Film halt, der Humor von den Drachen, der so lustig ist, immer der so tollpatschig ist, der hat den Film ausgemacht, um den wegzulassen. Was sollte das? Das ist für mich so eine Lehre gewesen, ich gucke mir keine Disney-Filme an, also keine Realfilme von Disney, also möchte ich mir nicht antun. Der Zauber von Disney ist halt die Zeichentrickfilme von früher und irgendwie die neuen Filme, Realfilme muss man nicht sein. Oder The Marvels Ding. Wie kann man einen Film machen bei Disney, jetzt irgendwie so einen Film mit Frauen nur in der Hauptrolle? Ich meine, was sollte der Mist? Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe Kritiken gelesen davon. Es ist so abgefloppter Film irgendwie. Ich habe die Serie mal geschaut. Mal habe ich gedacht, diese eine Serie, die hieß, glaube ich, Miss Marvel, die Serie. Diese komische Inderin da, die in New York rumläuft oder irgendwo in Amerika wohnt und die auf LSD-Trip da Träume hatten, irgendwas träumt mit Fantasiegestalten, also Fähigkeiten hat. Langweiliger Charakter. Und ich fand irgendwie
Captain Marvel fand ich auch nicht so toll. Ich bin kein Captain Marvel-Fan. Das fand ich irgendwie so eine nachgemachte Supergirl-Tante in meinen Augen. Supergirl ist echt und das ist so nachgemachte von Marvel. Supergirl nachmache ich auch nicht. Da kommt auch eine vor bei dem Film. Ich weiß nicht, wie der heißt jetzt. Also Miss Marvel tue ich mir nicht an. Ich mag ja so gesehen die ganzen Marvel-Filme. Nicht alle, jetzt ein paar habe ich weggelassen, die mir nicht gefallen haben. Aber Iron mag ich zum Beispiel. Thor mag ich. Was gibt's noch Schönes? Hulk natürlich. Guardians of the Galaxy finde ich auch gut. Das gibt nur vergessen noch. Captain America. Sind da viele gute Sachen. Spider-Man ist ja wieder anderes Marvel, ist ja nicht Disney Marvel, sondern jetzt ein Sony Marvel. Aber es gibt schöne Sachen bei Disney, die jetzt Marvel gemacht haben, finde ich. Aber jetzt, was sie da abziehen oder der Film, ich habe damals gedacht, cool. Eine Vorgeschichte von Predators mit Predator wieder, Prey. Dachte ich, cooler Predator-Film und dann ist das irgendwie so eine Indianerin, glaube ich, die da irgendwie von dem Stamm der Überlebenden, die dann den Predator da irgendwie eliminiert. Ich meine, die haben ja schon so gesehen, Ripley bei Aliens, müssen jetzt auch bei Predator auch so eine Frau da reinpacken? Nein, muss man nicht. Also ich finde es komisch gerade, was trinken ganz kurz. Gleich wieder da. Ja, Coca-Cola. Hab schon gemerkt, ich guck gerade da, ach mein Gott. Kolossus ist da drauf. Das ist Kolossus drauf bei Dingen. Und ich habe eine Flatterflasche, glaube ich, hier stehen noch, da ist noch drauf. Cola-Flasche hier, da ist Wolverine drauf. Der Film ist cool, ich finde es cool, dass nochmal Hugh Jackman nochmal Wolverine spielt. Aber ist ja kein Disney-Film, ist eine andere Marvel wieder. Das ist mal ein Film, der mich interessiert, würde ich sagen. Deadpool finde ich auch cool. Auch kein Disney-Film, aber ist interessant, finde ich ein bisschen. Zum Thema zurückzukommen. Ich finde es sehr interessant, dass Disney halt eine Serie produziert hat, die ein bisschen teuer gewesen ist, die ganzen Kosten und so, die hoch angekündigt worden ist und so runtergemacht worden ist von den Fans, Willow, dass die Serie direkt von Disney verbannt worden ist. Meine Frage stellt sich jetzt nächstes jetzt so gesehen. Die neue Star Wars Serie, die richtige floppt, ich sag nur Shitface, Osha und Osche dabei. Für Akolyt ist ja auch mega gefloppt, die Serie schon angekündigt worden. Es gibt keine zweite Staffel. Mich wundert das nicht, weil die Schauspielerin einfach nur grottig schlecht die Hauptrolle ist. Dann haben wir eine Zwillingsschwester, ist die gleiche Schauspielerin, Doppelrolle. Die ist so unsympathisch, Schauspielerin, die sollte irgendwie, was weiß ich, irgendwie Statistenrollen spielen, keine Hauptrollen spielen. Einzigen Charakter interessant gewesen, das war halt Soul. Soul kennt er vielleicht von Squid Game, ist die Hauptrolle gewesen, da spielt ein Jedi-Meister. Und ja, auch ein Jedi-Meister fand ich cool. Und die eine, wie hieß die nochmal? Jace, glaube ich, Jace. Und die eine, etwas vorlaute Jedi-Schule, war auch lustig gewesen. Dann Wiesel war lustig gewesen. Die ganzen Charaktere lustig sind, die sterben, zwei überleben. Also die meisten sterben in der ganzen Serie da. Und dann die komische, die keiner leiden kann, erlebt am Ende. Die Serie ist gefloppt, eingestellt worden, kein Wunder. Ich finde mal sagen, so gesehen, bei Disney sollten echt mal eine Spur runterschrauben. Sollen die irgendwie Kinderfilme machen? Ist okay, aber sollen die Filme von Erwachsenenfilmen Finger fallen lassen? Da kommt eine Scheiße bei raus. Sag mal, würde man so verdonnert diesen Film, das ist so peinlich, wenn man einen Film verbannt aus dem eigenen Server, um da eine Frage zurückzukommen. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie, das ist ja Disney, wie gesagt, dass sie jetzt sagen, Film wie Akolyt, dass der auch verbannt wird bei Disney Channel oder irgendwie da rausgenommen wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass Walt Disney, Star Wars jetzt, sich von diesen Line differenzieren wird, glaube ich, von Server verbannen wird. Es hat diesen Film nie gegeben, diese Serie wie Akolyt, mit dieser komischen Frau da. Osha 1 und Osha 2, könnt ihr vorstellen. Das wäre interessant, finde ich jetzt. Vor allem die Serie, beste ganze Serie, kann man sagen, waren New York und Soul. Und am Ende halt, wo Yoda aufgetaucht ist. Und das war das Highlight gewesen. Die Hauptrolle war so langweilig, unsympathisch. Da haben wir nur gedacht, mein Gott, taucht mir endlich mal irgendwie Yoda auf und köpft die da weg oder so. Und kämpft die da weg oder so, habe ich mir gedacht gehabt. Sehr schade. Sidmeister war interessant gewesen, der war cool gewesen, der in der Serie war einzig gut an der Serie. Aber diese Hauptrolle haben sie eine Fehlbesetzung gut rein gemacht. Wieder Frauenpower. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Akolyt vielleicht besser gelaufen wäre, die Mann in der Hauptrolle genommen. Oder eine sympathische Schauspielerin, nicht sowas wie das genommen. Naja, kann man nicht ändern, aber was ist denn eure Meinung dazu? Findet ihr das auch ein bisschen komisch, dass Disney eine Serie produziert, die denen gehört und dann auf den eigenen Server verbannen und andere Sachen draufpackt. Ich finde es in die Serie ist weg, die Serie gibt es nicht mehr. Also die gibt es schon irgendwo, aber die kann man, glaube ich, nirgendwo streamen, kaufen, keine Ahnung. Aber bei Disney ist sie komplett raus, obwohl es Disney-Produktion ist. Sehr interessant finde ich das jedenfalls. Dann sage ich mal noch schönen Abend und bis bald. Ciao.